Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mega Man X Command Mission von Shadowlord. Im letzten Part haben wir die Ulfat-Fabrik betreten, der Kampfrepubliken hergestellt werden von der Rebellenarmee und haben Axel gefunden. Oder besser gesagt, er hat uns gefunden. Allerdings suchen wir noch nach Zero und den werden wir jetzt weiter suchen. Gehen wir doch aber erst einmal dafür hier lang. Da haben wir einmal einen Temposchub. Sehr schön. Und hier sollte es wieder zum Schmelzofen gehen. Schmelzofen ist meistens falsche Wege. Und falsche Wege sind immer schön. So, dann haben wir hier mal. Es geht in beide Richtungen lang. Gehen wir erstmal. Wieder mal gegnet. Na. Und mal sehen, was ist es? Jawoll. Gleich zwei sogar. Liebe Leute, das ist einmal Magma Knex und Prion Öl. In Kombination sehr gefährlich. Magma Knex ist ein, ja. Kennt ihr aus den ersten Mega Man Teilen diesen Teufel, diesen Cybervirus, mit diesen, der Glob mit dem einen großen Auge? Dem ist dieser Gegner danach empfunden, oder der Gegner ist dem nachempfunden. Und hat die blöde Eigenart, sich ständig selbst zu heilen. Der Prion Öl ist schweinfällig gegen Feuer. Schweine ist eine gute Sache. Die schlechte Sache ist allerdings, er spuckt uns mit Öl an. Und dagegen sind wir dann anfällig. Gegen Feuer dann. Also, entweder den zuerst vernichten oder den. Ich tendiere eher zu den da. Denn der geht schneller. Zack, zack, zack. Der schön noch einen kritischen dazu. Und damit ist er auch schon fast erledigt. Dann noch die Feuerrakete. Wie ihr sehen könnt, er fliegt anfällig dagegen. Und bam, erledigt. So, diese hat auch noch die blöde Eigenschaft, sich auch noch selbst zu heilen. Ja, das geht auf die Nerven. Nervig, nervig, nervig. Gleich dann nur und zack. Oh, wieder ein kritischer dabei gewesen. Sehr schön, kritische sind immer schön. Und erstmal jetzt. Uzi-Modus. Zack und zack. So, diese Gegner, diese Magma. Scheiße, warum setze ich eine Feuerrakete ein? Ups. Dadurch habe ich ihn ein bisschen voll stärker gemacht. Aber gibt dafür auch einen Erfahrungsschub. Cool. Aber muss nicht sein. Also haben wir doch mal einen kleinen Tippstelle gefunden, wo man auch ein bisschen trainieren könnte. Bei diesen Gegnern so. Mal sehen. Und Erfahrung? Ja, ganz gut. Da ist nichts, dann gehen wir erstmal hier lang. Zack. Aerobuster. Ah, was für X und da haben wir wieder Tankteile. Und da haben wir eine Mini-Batterie. Sehr schön. Mini-Batterie brauchen wir für bestimmte lieber den einen Hammer da. Den letzten Part, den ich ja gezeigt habe. Also mit der Mini-Batterie können wir halt bestimmte freundliche Reploids, die irgendwo kaputt rumliegen, reparieren, damit sie für uns im Einsatzzentrum einsetzbar sind und so weiter halt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass manche Gegner es eigentlich auf Marion abgesehen haben. Naja, aber kann ich mir noch mal einbilden. So, weiter geht's hier. Schmelzofen 2 haben wir dann, 3. 3 war das schon, oder was, schon 4? Moment, dafür haben wir die Karte. 3. Haben wir sie auch erforscht. Und dann wollen wir doch mal hier weiter gucken. Da habe ich da auf der Karte noch gesehen, ist noch ein Gegenstand. Ah, sehr schön. Da kann ich jetzt noch Meryl neu eben heilen. Zack. So wenigstens ein bisschen. Uiuiui, mein Zapfen ist ja schon ganz schön angekratzt. Tankenergie 50. Sehr schön. Und, unser lieber Freund, der Speicherpunkt. Den benutzen wir gleich einmal. Speichergerät gefunden. Speichern. Zur Jägerbasis wollen wir nicht. Jetzt jedenfalls. So, ihr sehen könnt, ich musste das. Darf ich das jetzt zum zweiten Mal aufnehmen? Weil die letzte auf beim letzten Mal ist irgendwie Scheißdreck passiert. Ja, da habe ich ja Pech gehabt. Aber was soll's. Frachtprüfband. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt hier erwarten wird. Erst einmal wieder Gegner. Und den Kampf lasse ich jetzt mal drin, damit ich euch mal Axel zeigen kann. Zack. Na, schmeckt sie? So, dann schmeiß ich mal kurz Marion raus und gehe mir Exxon rein. Sakrabente. Hoppala. Ich habe gar nicht mal seinen Status überprüfen, wenn wir meinen. Ja, so jetzt. Works. Dann machen wir es mal. Wie ihr sehen könnt, der hat auch einen standardmäßigen Doppelangriff. Na gut, das heißt standardmäßig. In der Regel hat seine normale Waffe halt einen doppelten Angriff. Allerdings kann es auch mal sein, dass er halt eine Waffe hat, die sehr stark gegen bestimmte Gegnertypen hilft. Sehr stark gegen bestimmte Gegnertypen hilft. Klar. Logisch.
Also bedeutet das halt, mal hat er doppelten Angriff oder da hat spezifisch gegen einen Gegner Typ einen erhöhten Angriff. So, jetzt zeig ich mal deinen Action-Trigger. 50% Reichweite ist schon vollkommen. So, wie gesagt, die Angriffkombination. Also Silverhorn, die kann ich wirklich ohne Probleme. Ihr werdet auch schon sehr bald wissen, warum. Wenn's! Wie ihr gerade gesehen könnt, hat Silverhorn, Matt Nautilus und Wild Django waren darin vertreten. Und ja, die Gegengegner, die wir weiter zusätzlich kaputt machen, erhöht sich ja die Liste um diesen einen Boss. Der schon 55 Trefferkombo. Deswegen mag ich ihn auch. So, und wie gesagt, ja, halt, neuer Gegner, neue Verwandlungstypen und so halt. So, und X bekommt fast ein Level ab. Cinnamon hat schon wieder ein Level abbekommen. Ich weiß nicht, ob wir sie in diesem Kapitel schon einen Einsatz sehen werden. Werden wir ja dann noch sehen. So, wollen wir erstmal hier weiter gucken. Hier können wir erstmal nichts machen. Die Fließbänder sind alle offline. Ich werde gleich mal X wieder gegen Marinero austauschen. Und das haben wir. Ach nein! Das sind die Laufbänder. So, Leute, ja, hier haben wir halt verschiedene Laufbänder, die in bestimmte Richtungen drehen. Und an diesen Terminals, die wir gerade zur Seite gesehen haben, können wir halt die Richtung, die sich bewegen, verändern. Natürlich sind hier auch wieder einige Sachen. Und auch einige Gegner, wie ihr jetzt sehen könnt. Zerstört die Einrichtungen für unseren Meister. So, und da es größtenteils als Pflichtkämpfe sind, lasse ich die Kämpfe auch drin. Mondometer. Und teilweise sind die Kämpfe alles andere als leicht, glaubt mir. Gut, da. Nein. Ich den Marino wieder rein. Zack, X raus, Marino rein. Warum nehme ich den X dafür raus? Ganz einfach. So habe ich drei Angriffe, die ich auf einen Gegner konzentrieren kann. Na gut, noch habe ich nur fünf. Autsch. Aber bald kann ich so drei Angriffe auf einen ganzen. Bald kann ich fünf Angriffe auf einen einzigen Gegner setzen. Und die können wir da ganz schön mit tun. Und zack, zack. Marino greift halt wirklich physisch an. Das heißt also, aua, die Schilder, die können dir dann scheißegal sein. Zack. Ach ja, und wieder wird das Kraftmetall von Spider. Warum, ich frage mich gerade eigentlich, was für das Kraftmetall hat eigentlich unser lieber Freund Axel ausgerüstet? Na egal, werden wir das sehen. Und der erste sollte jetzt erledigt sein. Sehr schön. Selbst wenn er das nicht getroffen hätte oder geblockt wäre, auf jeden Fall hätte es einen Final Strike gegeben. Ah, Final Strike wäre auch sehr viel schön gewesen. Oh, was soll's? So, dieser, ich sage jetzt schon mal, der Part wird verdammt lang. Zack, zack. Alter, Kanonenfutter. Versteht ihr? Kanonenfutter bringt Kanonen nie, Breon. Ich weiß, er war schlecht. So, dann nochmal der hier. Zack, zack. Übrigens, ich kann mal kurz bei Wild Django einsetzen. Jetzt mit Exo. Also, die Tastenkombination angeben ist für mich alles super einfach. Mit Wild Django setzt er die Attacke ein, die Blitzroller. Bats! Mit Matt Nautilus benutzt er übrigens nicht die irre Ekstase, leider. Der benutzt da halt diese. Wie heißt das? Die ja, das hat er noch. Jedenfalls das, wo er zack, zack, zack. Wo er halt auf die Gegner, auf seine Gegner verteilt, die verschiedensten Staatseffekte drauf ballert. Und dann auch mal Final Strike. Sehr schön. Nur 50 leider. Jedenfalls, wo halt die verschiedensten Schadenseffekte auf die Gegner draufgesetzt werden können. Ja. Entschuldigung. So, X hat jetzt wieder ein Level Up. Sehr schön. Marino braucht auch nicht mehr lange. So, dann haben wir nochmal das hier. Tankenergie. Und da haben wir nochmal einen Gegenstand. Figurzeichen. Hyper-Supervax ist geil. Zack, dann hier drehen wir jetzt, ändern wir die Richtung der Fließbänder. Zack. So, dass wir auch wieder hier vorankommen. Mal sehen, das dreht sich in die Richtung. Da vorne sind aber keine Gegner, das heißt also nur Gegner, das heißt also, ich kann einfach hier so weitergehen. Och nein, Prion, Schild. Zerstört die Einringe, sie haben keine Chance. Toll, Prion, Schild auch noch. Das ist blöd. Bekloppt? Die sind doch gestört! Heilige Scheiße! Jetzt zwei von denen sind nur schön genug, aber ich drei? Himmel, ja, schon zu hören.
So, dann will ich mal versuchen. Vielleicht, aber nur vielleicht hilft am Silverhorn. Wenn das Silverhorn dann nämlich auch funktioniert, so dass die Schilder weg sind, dann haben wir noch Glück gehabt. Take that! Bitte Schilder weg. Ich fürchte leider nein. Aua, das wird wehtun. Zack. Das wird wehtun, das wird wehtun. Ah, oh gut, weiter geblockt. So, da machen wir erstmal den da fertig. Und jetzt aber. Bam! Leider ist die Cinnamon noch so schwach, ansonsten würde ich sie schon mal in den Kampf einsetzen, weil sie eine gute Action-Trigger-Fähigkeit hat. So, nochmal Konterschild. Da wahrscheinlich nochmal. Ah, nö, die ist ja nicht. Gut. Dann jetzt Marino, bitte. Mach das Ding weg. Und jetzt beider, mach das Ding weg. Bam, bam. Hm? Jawoll. Feine Strike. Schwein gehabt, würde ich mal sagen. Es sollte ja noch eine Möglichkeit geben, dass man einen physischen Angriff auf alle Gegner, auf alle Gegner verteilt. Zack. Das geht in jedem Freundenspiel, nur nicht hier. So, zack. Muss doch eine wieder daneben. Sie heilt sich jetzt besser mit Subtank. Ein 50er für sie. Spider kommt erstmal ohne aus, weil der hat eigentlich noch genug. Beziehungsweise kriegt man doch früher als Marinor ein Level up. Zack, zack. Und jetzt Marino, mach ich bitte. Fertig, oder hau ich zumindest in den Final Strike. Weder noch. Gut, dann halt jetzt Wild Django. Das ist ein physischer Angriff auf jeden Fall. Also sollte da auch das Konterschild weg sein. Und dann BAM. Holze lass ihn weghauen. Wild Django. Und zack. Ist schon sogar komplett weggehauen, weil Elektrizität seine Schwäche ist. Sehr schön. Und das, ja. Spider ist sogar. Ja. Dachte ich mir. Okay, und zack. WE plus 5 im Kraftmetall. Da ist nur Fließband. Nur ein Generalsversuch da. Nicht mal Gegner. Okay, da brauche ich sowieso nicht hin. Also jetzt hier weiter. In den nächsten von diesen Räumen. Ja, noch einer davon. Also den vorherigen Raum habe ich nichts vergessen. Sehr schön. Aber wenn wir hier jetzt rein. Und dieser Raum ist nochmal ein Stückchen größer. Hat also auch ein Stückchen mehr von den Dingern hier. Aber auch ein Stückchen mehr von den Typen da. Hier haben wir nochmal von den Soldaten. Zerstört die Einringe. Macht sie fertig. Nichts da. Ich mache euch fertig. Aber vom Feinsten. Boah, das ist wahrscheinlich der Part. Ach du Kacke. Der mit Kämpfen meistgefüllte Part von allen. So, und zack, zack. Na gut, erstmal die Nummer, zack, und Silverhorn. Das ist ja schön, ich kenne Silverhorn-Kombination wirklich fast in- und auswendig. Also ich kann sie ohne Probleme runterhauen, noch mit einem 50er. Also, ihr werdet bald erfahren, woran es liegt, dass ich die Silverhorn-Kombination so gut hinbekomme. Noch zwei Kapitel und ihr werdet wissen, warum. Ich werde euch auch nochmal drauf anhauchen, also sagen, und deswegen kann ich die Silverhorn-Kombination so gut. Ihr werdet wahrscheinlich auch schon von selbst drauf kommen und das geht daneben. Zack, weil der erste Angriff auf Spider immer daneben geht. Dank seines Kraftmetalls. Und auf Marino geht leider nicht daneben. Ich würde mal sagen, wie würde das mal eben kurz die Fähigkeit erleben, bitte? Ah, toll. Oh, voll, noch gefehlt mir. Das ist ja richtig gehabt, hätte jetzt trotzdem. Scheiße, na gut, kann ich den wieder kaputt machen. Und zack. Zwar schon mal einen Angriff weniger, aber ich fürchte fast, ich muss einen Reboot einsetzen. Oh, oh. Leben? Okay. Okay, yay. Puh, Schwein gehabt. So, dann Excel. Benutzen Sub-Tank alle 5, 25. Das wird schon mal reichen. Ich muss ein bisschen mit der Tankenergie sparsam umgehen. Ich muss dann noch damit ein bisschen Boss kommen. Und dann jetzt mal hier den einen da. Zack, zack. Leider hat er einen abgeblockt. Dieser blöde Schild da. Und gut, dass ich geheilt habe, sonst wäre Marino jetzt kaputt. Das Problem ist, ich muss ihn nochmal heilen, weil sonst ist sie wieder kaputt. Ich riskiere es mal. Nicht Marino. Nicht Marino. Nicht Marino. Schwein gehabt.
reingehabt. So, und dann Axel, dann zack, zack. Sehr schön. Dann Spider jetzt. Objekt fang auch mal nur nebenbei. Sehr schön, dann kritisch mitgelandet. Sandy Hawk Eye und bitte geh kaputt. Oder so, bei den Final Strike. Und dann den Achtelkampf muss ich Marino leider wieder heilen. Weil mit dem bisschen in den nächsten Kampf reingehen, das wäre glatter Selbstmord. Wie gesagt, das wird der mit Kämpfen vollgepackste Part von allen. So. Es sei denn, vielleicht. Mit ein bisschen Glück kann sie gleich ein Level abkriegen, aber mit ein bisschen Pech ist sie ja kaputt. Also am besten Subtank und. Ups, das war der falsche. Nur ein 25er. Subtank ist schon wieder zur Hälfte voll leer. Und so, mal sehen. Will ich damit mal so gucken. Dann gehe ich darüber, dann komme ich darüber, dann fliegt mich wieder darüber. Ja, so geht's. So, dann einmal hier, Figurzeichen. Dann da rein, da haben wir... Oh, eine Brille und Schwester, sehr schön. Verstört die Eindringlinge, sie sind so gut wie eine nicht. Sagt eine Brille und Schwester, die eigentlich nur zum Heilen da ist. Aber das ist schön, das heißt, es ist schon mal mindestens eine Brille und Schwester für den Kampf mit dabei. Aber auch wieder zwei von denen. Wuhu. Hawkeye und dann zack, 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 zack. Sehr schön. Dann mache ich mal auf den da einen Wild Django. So, der wird ein bisschen knapper wahrscheinlich, weil ich die Wild Django-Kombination nicht so gut aus dem Kopf kann. Da muss ich wirklich mal ein bisschen auf die Liste gucken. Aber bei Silverhorn, da läuft es ja eigentlich fast von selbst. Und zack. Schild ist auch weg, sehr schön. Puh, hat gerade ein bisschen Schiss, dass der Schild nicht weg ist. Hm, Mist, der steht aber noch. Lebenszuwachs 25 auf, natürlich auf den da. War ja klar. Super. Zack, auf Axel ist okay. Auf Marino ist nicht ganz so okay. Ich glaube, ich wechsle Marino. Nein, 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 nicht aus. Nein, 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 nicht. Zack, zack, zack. Und jetzt wird er vernichtet. Vernichtet. Du wirst es vernichtet. Zack und zack. Und damit ein feines Strike. Sehr schön. So, und jetzt wird wahrscheinlich wieder ein Lebenslauf 25 auf denjenigen, der bisher nicht ein einziges Mal angegriffen wurde. Dann jetzt auf zack, zack, dich. Ah, sehr schön. Und konnte schön. Das wollte ich doch. Hawkeye, erhalte Zandy und angreifen. Zack, zack, zack. So, Spider, dann bitte weite deines Amtes. Und mach den kaputt. Oder auch wenigstens Final Strike mit dem raus. Oder so. Sehr schön. Das heißt, die Prion-Schwester gibt gleich auf, wird uns heilen und dann kann ich sie kaputt machen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, Marino, wenn sie jetzt nicht ein Level abkriegen sollte, wird sie noch ein bisschen geheilt. Dasselbe gilt für Axel und Spider. Zack. So kann man die... Spider ist sogar schon wertvoll. So kann man die Fähigkeit der Feinde für sich selber einsetzen. Gut, da das Mega Man allerdings raus ist, Entschuldigung, hau ich ihn jetzt einfach mal mit dem White Django auf die Nase. So. Bei White Django und so muss ich sogar noch ein bisschen nachdenken. Also, das Silverhorn, die kann ich aus dem FF. Das ruht hier aus dem FF. Ich kann sie verdammt gut. So, dann, nicht dein Leben bitte, sondern einfach draufhauen. Und dann jetzt Spider. Klauen, Rakete, Tankenergie. Ja, Tankenergie geklaut. Zack und zack. Sehr schön. So spielt man. Mega Man X Combat Mission. Schildschub. Sehr schön. Und. Oh. Mist. Noch ein Kampf und sie hat ein Level Up. So, dann. Erstmal die Figurzeichen holen. Dann darüber. Und zack. So, das Dumme ist aber, ich habe... Moment. Kann ich da überhaupt so rüber? Nein, kann ich nicht. Ich muss erst die Weichen umstellen. Und das kann ich am besten von da oben, wo wieder Gegner sind. Oi. Zerstört die Eindringlinge. Sterbt. Wow. Fast. Wir sind schon bei 20 Minuten und wir sind voll gepackt mit Kämpfen. Och, nicht schon wieder, ey. Ey, wollt ihr mich verkackeiern? Warum sind hier so viele von diesen scheiß Schildviechern?
Es ist doch nicht normal. Und auf Spider. Sehr schön. Aber er greift mir nicht die Marino an, ansonsten hat er ein Problem mit mir. So, der kriegt wieder ein Wild Django ab. So kann man am besten einen Trigger einsetzen. Und das Schöne ist, damit pushe ich auch den Action-Trigger. Erfolg, Pflicht, Gedöns. Hoch. Und so. Ja. Schinken. So, machen wir erstmal den da an der Seite platt, weil der sowieso schon fast erledigt ist. Auf Marino, war klar. Wenn er jetzt auch Marino angreift, dann gut. Den nächsten Treffer, den Marino kassiert, ist entweder ihr letzter oder sie wird ausgetauscht. Zack, zack, zack. So, und jetzt wird der hinten da, der Seite, der da, Oettendorf wird vernichtet. Und zack, erledigt. Und der kriegt es, gut, Marino wird nicht angegriffen. Wahrscheinlich macht der nächste jetzt wieder sein Konterschild. Ich glaube es zumindest, aber ich glaube, wenn der Konterschild in den physischen Angriff vernichtet wird, dann wird er nicht... Ich habe nichts gesagt. Ich wollte sagen, der wird ja nicht regeneriert, aber da lag ich mal so ein bisschen falsch. Ganz dezent klein wenig. Doppelrakete, Objekt fangen und hier, scheiße, hätte nicht geklappt. Zack, zack. Action Trigger. Jawohl, feines Dreieck. Erledigt. So, und jetzt der Trainer-Soldat, der greift Spider an und trifft sogar. Spider wird getroffen von einem Feuer-Soldat. Ah ne, diesmal kein Django, obwohl es vielleicht besser gewesen wäre. Zack, alte Zenny und gesamt. So, Doppelrakete, Objektklau und hat nicht geklappt. Und du kriegst nur einen kriegst du geblockt ab. Der heilt sich um 25. Dreck sagen. Okay, jetzt kriegt er aber einen Django. Ich mach dir den Django. Oh Gott, sorry, ich kann mich verkneifen. Zack, 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 zack. So. Erledigt. Und tschüss. Default. Bam. Na gut, das Default kommt nachher. Ich hab's auch kein anderes Spiel geklaut. Nein, nein, nein. Nur nicht. Das ist Sega's Worms oder so. Jawohl. Feines Strike. Bam. In your face. Aber sowas von, mit Anlauf! So. Chill-Jub. Mir geht die Sub-Energie aus und... Ja, sehr schön. Und weiter noch nicht ganz. Na egal. Da war sowieso schon wieder voll gehealt. Aber Marino war das Problem in dem Fall hier. So, Fliegesplan in die Richtung umgekehrt. Jetzt sollte ich eigentlich ohne Problemas... dahin kommen. Ich zeige euch mal auch, man kann nicht dagegen die Fliegesplan-Richtung angehen. So, ohne Probleme sollten wir jetzt hier fertig werden. So, da haben wir nochmal einen Gegner. Oh, wieder Prior und Schwester. Sehr schön. Zerstört die Eindringlinge. Sie kommen uns nicht. Sie können uns nicht entkommen. Das glaubst aber auch nur du. Ich mach dich fertig. Nein, tust du nicht. Doch tu ich. Nein, tust du nicht. Doch tu ich. Nein, tust du nicht. Hast recht. Doch tust du. Verdammt. Was hab ich. Was mache ich eigentlich gerade? Entschuldigung. Ich konnte mir nicht verkneifen. So, erstmal natürlich die... Den mache ich jetzt aber jetzt recht platt. Zack. Der wagt es auch noch, seine Verteidigung gebufft zu kriegen. Ja, da werde ich auch eins husten hier. So, und ja, ich denke mal, das ist der letzte... So viel meiner Erinnerung nach, und die ist nicht die beste, glaubt mir, ist dies der letzte Kampf, den ich in diesem Bereich hier vollziehen muss. Das heißt also, ich werde noch den letzten Fließbänder entlang surfen. Entlang surfen, klar. Entlang reiten. Und dann werde ich den Fall auch als beendet erklären. Denn der ist ohnehin schon arschlang genug. Arschlang genug, ey. Gott, ey, was habe ich heute für Wörter? Die sind doch nicht richtig. Ich spreche nicht richtige Wörter. Zack, ich spreche nicht richtig. Ist eine ganz tolle Sprache, nicht richtig. Wisst ihr das schon, Leute? Nicht richtig, eine weltweit anerkannte Sprache. Gott, das sehe ich hier gerade für einen Bockmist. Ich mache das nicht mit Absicht. Ich glaube es zumindest, dass ich es nicht tue. Okay, da halte ich mal eben alle. Dass er sich mitteilt, ist eigentlich eine totale Sub-Tank-Energieverschwendung, wenn die überhaupt einen Sub-Tank haben. So, Jägerrakete macht einfach nur Damage, während die andere Waffe, Sub-Tank-Waffe von Axel, auch den Hasszustand heraufbeschwören kann.
Hawkeye hatte Sandy und... Ups, falsche Gegner. Entschuldigung. Naja, egal. Dann nach jetzt bitte mal Spider den Platz. Spider, der macht's richtig, sag ich doch. Der hat Ahnung von der Sache. Also ohne Witz, ey, früher habe ich Spider nie richtig eingesetzt, aber die Let's Play tue ich ständig. Weil wegen Bockwurst. Weil wegen Bockwurst. Zack, zack, zack. Nein, es geht einfach schneller mit denen. Gebe ich ja zu. Zack, zack und... Reboot! Geil, sogar noch besser Tankenergie. Tankenergie können wir noch so finden. Reboot zu finden ist schwer. Yeah. So, der Part hat jetzt verdammt Länge. Eine verdammte Länge hat dieser Part. Und Axel, jawohl, Axel ebenfalls. Das ist auch wundervoll. Dann haben wir hier noch ein Figurzeichen. Damit ist das nächste Kapitel, glaube ich, auch fertig. So, und damit ist die Fließbandkacke zu Ende. Und... jetzt sind wir hier. So, nur Leute, dann werde ich den Part jetzt als beendet erklären. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne gute Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr wollt. Macht es gut!